Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Mal schauen, welche Nachteulen hier heute noch spät wach sind und sich hier noch live zuschalten. Ich habe heute Morgen schon mein Live hier gemacht und zwar zu dem Thema, was mich so am Samstagabend so zu Tränen gerührt hat. Und habe da auch mal so ein bisschen die Zusammenhänge verklärt. Zwischen dem Thema Seelenplan zu entdecken und wie alles einfach zusammenhängt, wie alles ganzheitlich zu sehen ist. Körper, Geist und Seele. Beruf, privates Leben und Gesundheit. Und habe ja da auch auf das Moneyfreude-Seminar hingewiesen, das in 3 Wochen im Oktober stattfindet, in der Nähe von Trier, so ganz grob gesagt in Traben-Trarbach. Und habe da einfach viele Fragen noch bekommen und möchte noch mal 2 da herausgreifen, um da mal nochmal Klarheit zu schaffen zum Thema Schulden. Was Schulden mit unserem Seelenplan zu tun haben, beziehungsweise wie Schulden es einfach auch verhindern, seinen Seelenplan zu entdecken, beziehungsweise ihn auch zu leben, also auch dafür zu gehen. Und zwar haben Schulden im Außen, sei es jetzt auf dem Bankkonto, sei es in Form von Krediten, dass man sich irgendwelche Dinge gekauft hat und dafür Schulden gemacht hat, die keinen Mehrwert anschließend stiften. Also ich meine jetzt Güter, keine Ahnung, Fernsehen oder es ist normal, eine Küche sich zu kaufen und da Schulden zu machen. Also einen Kredit aufzunehmen oder ein Auto zu kaufen und dafür einen Kredit aufzunehmen. Das bezeichne ich jetzt alles mal als Schulden. Also Geld auszugeben für Güter, die keinen Mehrwert leisten. Das ist ja so der Unterschied, weil in dem Moment, wo du dir beispielsweise ein Auto kaufst und nimmst dafür einen Kredit auf, machst also Schulden, sobald du die ersten Kilometer mit dem Auto auf der Straße bist, verliert dieses Auto ja an Wert. Und das ist ja auch so der Unterschied zwischen Schulden machen und Investitionen. Eine Investition, wenn wir davon sprechen, in sich selbst zu investieren, in die eigene Entwicklung zu investieren, in die Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das ein Investment, was man zigfach ja nochmal zurückbekommt. Das ist mal grundsätzlich so der Unterschied. So. Und jetzt haben ja viele Menschen, und dazu gehörte ich ja früher auch, Schulden in Form von Kreditüberzug, also Kontoüberzug, wollte ich sagen, oder auch Kredite aufgenommen und solche Dinge. Und das sind ja nach der Deklaration einfach Schulden. Und Schulden im Außen, da gibt es immer einen Zusammenhang auch mit Schuldgefühlen im Innern, sei es unbewussten oder unterbewussten Schuldgefühlen. Und wo kommen jetzt so diese Schuldgefühle her? Also Schulden im Außen auf dem Bankkonto, hallo liebe Karin, Schulden im Außen auf dem Bankkonto haben immer etwas auch zu tun mit Schuldgefühlen. Das ist schon mal ein Zusammenhang, der da einfach mal so als Fakt da steht. Und wo kommen diese Schuldgefühle her? Das sind oftmals auch Dinge, die einem gar nicht so bewusst sind. Schuldgefühle auf der einen Seite habe ich mich als Jugendliche früher immer gefragt, wenn ich so, ja, ich bin katholisch erzogen worden, katholisch aufgewachsen. Bin zwar dann Ende meines 18. oder Anfang des 19. Lebensjahres aus der Kirche ausgetreten,
gehöre seitdem keiner Kirche mehr an, keiner Kirchengemeinschaft mehr an. Und ich habe mich immer gefragt, irgendwas läuft da falsch. Irgendwas stimmt da nicht. Denn wenn ich Jesus am Kreuz gesehen habe, kamen in mir immer Schuldgefühle auf. Und ich habe mich im gleichen Moment gefragt, ich kann doch da gar nichts für, dass Jesus da am Kreuz hängt, aber warum kommen Schuldgefühle auf? Und da hat natürlich auch die Kirche, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, lass mal dahingestellt, ganze Arbeit geleistet. Und spür mal in dich hinein, wie geht's dir, wenn du vielleicht auch katholisch erzogen wurdest oder katholisch aufgewachsen bist und du siehst Jesus am Kreuz oder du gehst in die Kirche und siehst da, wie heißt das, der an Ostern, wie nennt man das nochmal, hilfst du mir mal gerade, an Ostern, der Kreuzweg. Ja, Kreuzweg ist Kreuzgang. Kreuzgang, genau, ich weiß das schon gar nicht mehr. Weil bei uns hier in der Nähe im Saarland gibt es auch so einen Spazierweg, der zu einer Kapelle führt. Und da ist dieser Kreuzgang, dieser Kreuzweg auch beschildert. Und da sind viele, viele Steine beschriftet. Und wenn man die mal liest, voller Schuldgefühle, die einem da einfach aufgebürdet werden. Ich kann es jetzt gar nicht wiederholen, ich mag es auch gar nicht wiederholen. Aber durch solche Dinge werden einfach tief in uns auch Schuldgefühle eingepflanzt. Und solche banale Dinge führen auch unter anderem im Außen dazu, dass wir getrieben oder aufgrund dieser Schuldgefühle auch dazu verleitet sind, uns nicht der Fülle zu öffnen, sondern Schulden zu machen. Sei es, wie gesagt, auf dem Bankkonto oder dass wir irgendwelche Schulden in Form von Krediten machen. Also es hat nichts mit einer Investition in sich zu tun, in die eigene Persönlichkeit, sondern wirklich einfach Schulden zu machen. Also daraus entstehen zum Beispiel Schuldgefühle, die sind so ganz tief in unserem Unbewussten, im Unbewussten verankert, ja, dass wir uns wundern, wie wir uns da immer im Kreis drehen und ständig quasi dem Geld hinterherrennen. Dann können Schuldgefühle natürlich auch auf einer unbewussten Ebene übernommen werden von Eltern oder Großeltern, und das findet man in unserer Generation hier eben auch verstärkt sehr viel wieder, wenn man so ins Kriegsgeschehen hineingeht, zurück, das wird durch Aufstellungsarbeit immer wieder deutlich, was wir da an Schuldgefühlen auf einer unbewussten, also noch tiefer als das Unterbewusstsein, auf einer unbewussten Ebene in uns tragen. Das ist jetzt nicht alles ein Maßstab dafür, genau so oder so muss ich das im Außen zeigen. Also bei jedem zeigt sich das auf eine andere Art und Weise und auch auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ja? Sonst würde ja auch der gleiche Virus, der da draußen rumschwirrt, bei jedem Menschen eben auch das gleiche Krankheitsbild hervorrufen, beziehungsweise bei jedem Menschen ein Krankheitsbild hervorrufen. Also wir sind da schon alle irgendwo unterschiedlich gestrickt. Ich möchte da jetzt einfach nur mal ein paar Impulse schenken, wenn du vielleicht dich schon oft, wie das bei mir früher auch der Fall war, gefragt hast, warum zerrinnt mir das Geld immer zwischen den Fingern? Warum schaffe ich es immer oder oftmals chronisch im Minus auf dem Konto zu sein? Warum schaffe ich es immer, dass der Monat viel länger dauert als das Geld? Und. Da spielen auf unterschiedliche Art und Weise meistens, wenn nicht sogar immer, unbewusste Schuldgefühle einfach mit eine Rolle. Ja? Und das sind alles so die Dinge, die wir zum Beispiel unter anderem beim Moneyfreude-Seminar, das in 3 Wochen ja stattfindet,
uns anschauen. Also den Teilnehmern, die beim Moneyfreude-Seminar teilnehmen, wird bewusst werden, was da noch an Schuldgefühlen in ihnen verankert ist, die es bislang verhindern, sich wirklich der Fülle zu öffnen und auch ganz tief in sich das Potenzial entdecken, was wirklich in ihnen verborgen ist. Also ich hoffe, du verstehst so diesen Kontext, den ich dir da gerade rüberbringen möchte. Sobald du dich auch von diesen Schuldgefühlen befreit hast, die im Unterbewusstsein oder noch eine Etage tiefer im Unbewussten vergraben sind, ist es natürlich viel, viel einfacher, an die eigene Kreativität, das eigene Potenzial, mit anderen Worten, den eigenen Seelenplan zu entdecken. Weil diese Schuldgefühle oftmals wirklich wie so ein Deckel oder wie ganz dicke Schleier oder Mäntel energetisch gesehen auf einer unbewussten Ebene über uns gelegt wurden. Und solange die aktiv sind, ist es einfach noch viel schwieriger oder herausfordernder, wirklich den Seelenplan zu entdecken und diesen auch zu leben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir glauben oftmals, erst müssen wir das Geld zusammen haben und dann können wir dies oder jenes machen. Und das kann ich jetzt, ich kann es dir nur aus Erfahrung sagen. Da habe ich jetzt keine wirkliche Erklärung für, aber irgendwas im Universum scheint uns in der Richtung einfach handeln zu lassen. Ein Beispiel. Was meine ich damit? Wenn du etwas unbedingt in deinem Leben, und diese Erfahrung hast du bestimmt schon mal gemacht, erreichen willst, wenn du unbedingt dir etwas erlauben möchtest, wenn du unbedingt etwas machen möchtest, dann findest du auch einen Weg dahin. Dann findest du auch Möglichkeiten. Das heißt mit anderen Worten, erst geht es im Grunde genommen mal darum, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Das will ich. Und zwar mein Beispiel dazu, damit das ein bisschen deutlicher wird, was ich damit meine. Ich habe vor 3 Jahren ist das jetzt her, zum ersten Mal mir ein 4,5-tägiges Seminar gebucht für 8.000 Euro netto. Also da habe ich wirklich gedacht, bist du jetzt größenwahnsinnig, ein 4-tägiges Seminar für 8.000 Euro netto zu buchen. Da habe ich natürlich irgendwo so ein Surren gekriegt. Und abends, ich habe den ganzen Tag auf einem Seminar gehockt, wo es dann darum ging, melde ich mich da an, melde ich mich nicht an, und überlegt, mache ich das nicht, habe das Anmeldeformular dann genommen und habe so instinktiv gedacht, okay, es geht darum, auf mein Herz zu lauschen, das würde ich jetzt weiterbringen. Deshalb habe ich mir das Anmeldeformular genommen, habe es aber dann erstmal ins Auto gelegt und abends, als dieses Seminar, auf dem ich mich da aufgehalten habe, zu Ende ging, bin ich dann ins Auto und habe gedacht, okay, ich lausche jetzt meinem Herzen, ich habe zwar die 8.000 Euro jetzt nicht auf dem Konto, aber ich lausche auf mein Herz, hallo liebe Ute, ich laufe auf mein Herz und melde mich da an. Ich spüre, das ist genau das richtige Seminar, was mich da jetzt nochmal weiterbringt. Ich war aber so aufgeregt und stand so neben mir, als ich vom Auto weg bin, dieses Formular in der Hand hatte, auf diesem Brascheparkplatz, also alles voller kleiner Steine, war auch nicht gut ausgeleuchtet und ich stand so neben mir und war so aufgeregt, bin ich dann auch noch gestürzt mit dem Formular, auf meine Hände gefallen, hatte mir noch eine kleine Schnittwunde dann zugezogen, das heißt, das Anmeldeformular war dann auch ganz zerknittert und es war Blut dran. Was ist dann der erste Gedanke, der unser süßes Köpfchen dann denkt, uns denken lässt?
War das jetzt vielleicht so ein Hinweis vom Universum, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass das Seminar vielleicht doch nicht das Richtige für dich ist? Und ja, das sind dann so die Dinge, die in meinem Kopf einfach vorgingen. Und ich bin dann zum Veranstaltungsleiter hin, wo man die Anmeldung abgeben konnte, habe mit ihm ganz offen drüber geredet. Und um es jetzt abzukürzen, ich habe mich dann trotzdem angemeldet und es war das Beste, was ich machen konnte. Denn das war dann wirklich ein Seminar, das mich total hat den nächsten Schritt gehen lassen. Dass so vieles einfach nochmal verändert hat, dass mich den nächsten Quantensprung in meinem Leben hat gehen lassen. Und hätte ich damals aber gedacht, okay, bin jetzt gestürzt, muss man erst noch das Pendel fragen oder die Konstellation der Sterne da nochmal angucken. Oder nochmal in mich hineinkehren und nochmal überlegen und nochmal eine Nacht drüber schlafen, dann hätte ich mich mit Sicherheit bis heute nicht zu diesem Seminar damals angemeldet, weil die 8.000 Euro waren ja dann nicht da. Das heißt, ich habe mich mit meiner Unterschrift und ich hatte Herzrasen, ich war total aufgeregt, auch nachher noch, hallo liebe Charlotte, aber ich hatte irgendwo tief in mir den Impuls gelauscht, das ist jetzt genau das Richtige für mich und deshalb habe ich da unterschrieben. Und das war letzten Endes auch so. Das heißt mit anderen Worten, erst geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Ich gehe jetzt dafür. Beispiel, ich entdecke jetzt meinen Seelenplan, entdecke meinen Seelenberuf und gehe dafür ohne Kompromisse. Hallo lieber Martin, und begib mich ganz authentisch auf den Weg zu meinem Herzen. Und dann geschehen so seltsame Dinge. Dann hast du eine klare Energie ans Universum rausgeschickt und dann kommt das Universum auch in Bewegung und erschafft dir auch da im Außen deine Realität. Das heißt mit anderen Worten, dann fließt auch die nötige Geldenergie zu dir auf wundersame Art und Weise, weil du dich dazu committed hast, weil du dich zu 100% dazu entschieden hast. Ein anderes Beispiel, jetzt auch noch aus meiner eigenen Erfahrung, dann bringe ich dir noch ein drittes Beispiel, auch das nicht aus meiner Erfahrung stammt, um dir da einfach mal ein bisschen Rückenstärkung zu geben. Als ich mich zum ersten Mal dazu committed habe, ein fünfstelliges Coaching zu buchen, hatte ich das Geld auch nicht auf dem Konto, aber aufgrund meiner vorhergehenden Erfahrungen war mir schon klar, ich lausche auf meinen ersten Impuls, ich lausche auf mein Herz und zwar noch bevor mein Denker, mein Verstand da einsetzen kann und voller Zweifel wieder mir dazwischen redet, mich dann vielleicht letzten Endes arm an Mut sein lässt, und nochmal alles anzweifeln lässt und. Da hatte ich auch nicht unbedingt diese 12.000 Euro auf dem Konto, sondern ich habe mich einfach dazu entschieden, bin meinem ersten Impuls gelauscht und bin aus diesem Seminar raus. Und noch bevor ich das Hotel damals verlassen hatte, hatte ich schon 2.500 Euro so als Grundstock quasi so in mein Leben gezogen. Das heißt, das sind so magische Dinge, die da geschehen, die ich dir nicht erklären kann. Ich bringe dir gleich noch ein drittes Beispiel dazu, das nicht aus meinem Leben, sondern aus dem Beispiel von einem meiner derzeitigen Mentoren. Sobald du dich zu etwas committest, deinen Weg zu gehen, deinen Seelenplan zu entdecken und diesen auch gehst, während sich so viele Türen und Tore öffnen. Das Universum kommt da einfach in Bewegung, weil du eine entsprechende Entscheidung, ein entsprechendes Commitment getroffen hast und das aussendest. Und nach dem Gesetz der Resonanz kannst du das nur dann eben in dein Leben ziehen. Charlotte schreibt, das kenne ich auch. Danke, Charlotte, dass du das bestätigst hier, was ich hier erzähle, weil wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, dann klingt das vielleicht so, von was redet die da? Ja?
Das nächste Beispiel, und das bringt so ein bisschen die Erklärung mit rein. Das hat am Wochenende jemand gesagt, der 230.000 Euro investiert hat in eine Anlage, wo seine Frau dann eben auch gesagt hat, so nach dem Motto, sag mal, bist du verrückt, jetzt 230.000 Euro da einfach mal zu investieren und bekommen wir denn das Geld nochmal rein und rechnet sich denn das, rechnet sich denn diese Investition und. Er hat dann so was Entscheidendes gesagt. Er hat auf den ersten Impuls gelauscht. Bringt mir das jetzt Geld? Kreiert mir das Geld? Bringt mich das in meinem Leben weiter? Er hat ein klares Ja bekommen und hat dann eben die Entscheidung getroffen, ja, das mache ich. Diese Investition tätige ich jetzt. Und jetzt kommst du, und dann sagte er, und in dem Moment, wo dann dieser Betrag von dem Konto abgeht, spätestens dann werde ich kreativ. In dem Moment, wo der Betrag von meinem Konto abgeht, spätestens dann werde ich kreativ. Und das ist vielleicht etwas so, wie das Universum da so agiert, was ich jetzt gar nicht so wirklich erklären kann, was einen ins Handeln bringen lässt, was einen kreativ werden lässt. Wenn ich mich für etwas entscheide, hallo liebe Sylvia, wenn ich mich für etwas entscheide, dafür gehe ich. Wenn ich mich zu etwas committe, dafür gehe ich. Und dann kommt man auf irgendeine Art und Weise ins Handeln und zieht die entsprechende Geldenergie eben auch in sein Leben. Charlotte schreibt, ich hatte es auch gemacht, angemeldet und weiß nicht, wie ich das Geld bekomme, aber ich vertraue auf das Universum, dass ich das Seminar bezahlen kann. Liebe Charlotte, sehr schön. Annalena, schön, dass auch du dabei bist. Ja, also ich kann aus Erfahrung sagen, ich könnte noch mehr als diese zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben jetzt hier bringen, aber es bringt jetzt ja nichts, hier tausende von Beispielen dir zu bringen. Ich glaube, das waren so zwei markante Beispiele jetzt mal von mir und ein Beispiel eben von einem meiner derzeitigen Mentoren, wo es natürlich um eine ganz andere Summe geht, nämlich um 230.000 Euro in dem Fall. Das heißt, sobald du dich dafür entscheidest und zu 100% committest, dich auf deinen Weg zu begeben, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, Körper, Geist und Seele so in Einklang zu bringen, dich damit einhergehend natürlich auch von Schuldgefühlen, die tief im Unbewussten eingepflanzt wurden, woher auch immer sie kommen, löst. Mach das den Weg frei und macht's dir viel leichter, dein Ding zu machen, deinem Herzen zu folgen und authentisch dir dein Leben so zu gestalten, wie es dir wirklich entspricht. Und das sind zum Beispiel auch so die Dinge, die wir beim Moneyfreude-Seminar machen. Ich musste diesem Seminar ja einen Namen geben. Ich habe es Moneyfreude-Seminar genannt. Aber das ist natürlich eine Herausforderung auf einer, ja, ich sag mal, Landingpage oder auch hier jetzt alles so zusammenzufassen, was wir da alles machen. Wir werden da ganz tief in unbewusste Themen eintauchen, die in uns vergraben sind. Die Teilnehmer werden da ganz viele Aha-Effekte bekommen und auch ganz viele Glaubenssätze, Musterprägungen, die tief im Unbewussten vergraben sind, lösen, sodass da anschließend wirklich eine ganz, ganz tolle Transformation und ja, Änderung oder Heilung, muss man so auszudrücken, geschehen kann im Hinblick auf das liebe Thema Geld. Denn das Thema Geld ist so das eine, aber was verbirgt sich denn dahinter? Es geht im ersten Schritt nicht darum, einfach nur Geld in sein Leben zu ziehen, sondern schau mal jemand, der als Beispiel 50.000 Euro im Monat in sein Leben zieht oder 500.000 Euro.
Der hat ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstwertgefühl, ist auf eine andere Art und Weise in der Liebe mit sich selbst, als jemand, der 5.000 oder gar 500 Euro im Monat in sein Leben zieht. Also so hängen diese Dinge einfach irgendwo auf einer energetischen Ebene zusammen. Und es ist nun einfach mal alles eine große Energie. Und wir alle sind in dieser großen Energie miteinander verwoben. Alles hängt zusammen. Wir können uns diesem großen Ganzen nicht entziehen. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Nach dem Gesetz der Resonanz und Ursache und Wirkung hängt da einfach irgendwo alles zusammen. Und das sind einfach die Dinge, die wir beim Moneyfreude-Seminar durchleuchten, lösen und klären. Und da, das habe ich heute Mittag auch nochmal so explizit wirklich erwähnt, mir geht es bei dem Moneyfreude-Seminar nicht darum, dass die Teilnehmer ein zweieinhalbtägiges, wunderbares Seminar haben, wie so ein ja, wie so ein warmes Bad und Montag und Dienstag dann auch zu Hause in einer guten Energie sind und ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag flacht das Ganze noch ab, sondern jeder Teilnehmer wird für 21 Tage auch Aufgaben bekommen, die er dann zu Hause einfach, hallo liebe Rosa, die er zu Hause dann einfach natürlich neben dem Alltagsgeschehen, das sind jetzt keine Aufgaben, die den ganzen Tag erfordern, aber die dich einfach am Ball bleiben lassen, dranbleiben lassen, in dieser Energie bleiben lassen. Und dann wird es nach 21 Tagen auch noch eine Online-Veranstaltung geben, wo ich auch noch mal Rede und Antwort stehe, wo wir noch mal hinschauen, wo hakst. Und das ist so ein ungeschriebenes Gesetz auch, was du 21 Tage lang mal ununterbrochen hintereinander umgesetzt hast. Das wird so zur Gewohnheit, dass du es in dein Leben integriert hast. Und dann fällt vieles andere, was einfach mit dem Thema Moneyfreude, Fülle, und du hast es verdient, jeder von uns hat es verdient, ein glückliches, freudvolles, gesundes Leben zu führen. Und jeder von uns ist ja auch mal hier auf Mutter Erde gekommen mit seinem eigenen Rucksack, mit seinem eigenen Seelenplan, der entdeckt werden wollte. Und das hatten wir als Kinder alles vor Augen. Wir wollten die Welt entdecken, wir wollten kreativ sein, wir wollten unser Potenzial leben, bis dann so viele Deckel über uns gelegt wurden und uns das haben vergessen lassen. Und das sind einfach die Dinge, die wir beim Moneyfreude-Seminar anschauen. Also, wenn dich das hier jetzt in irgendeiner Art und Weise tangiert, wenn dich das irgendwie anspricht oder wenn du vielleicht auch dennoch immer noch so das Thema jetzt in dir hast, ja, die redet jetzt nur übers Geld, Geld ist nicht alles und, und. Auch das sind alles Hinweise dafür, das stößt irgendwas auf dir, in dir auf Resonanz. Dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, komm zum Moneyfreude-Seminar, weil wir da einfach all diese Dinge uns anschauen und lösen. Und es da um so viel mehr den Weg ebnet, wirklich sein eigenes Ding zu machen, also dein eigenes Ding zu machen, deinen Weg zu gehen, authentisch deinem Herzen zu folgen, dir dein Leben nach deinem eigenen Standard zu erschaffen. Sei es, dass du reisen möchtest, dass du ortsunabhängig arbeiten möchtest. Oder dass du neben deinem jetzigen Job dir noch etwas aufbauen möchtest. Oder soziale Projekte unterstützen möchtest. Heute Mittag hat mir jemand erzählt, die gerne mehr im Tierschutz einfach aktiv sein möchte. Jeder hat ja so seine eigenen Themen, die er einfach machen möchte. Darum geht es letzten Endes. Also wenn da irgendwas in dir auf Resonanz stößt, dann bitte komm zum Seminar. Ich poste dir den Link jetzt gleich nochmal rein. Es gibt freie Plätze noch. Und dann sehen wir uns beim Moneyfreude-Seminar, gehen da in die Tiefe und lösen da auf, damit so, so vieles für dich dann anschließend einfach leichter werden darf. Okay? Alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.